Stellen Sie sich vor, eine Frau geht zur Beichte und sagt, mein Name ist Madonna, ich habe gesündigt. Sie können sich vorstellen, dass das oft vorgekommen ist, nur hat die Frau nie die Wahrheit gesagt. Und das hat sie mir erzählt. Ich bin in den Ritz gefahren vor 3 Tagen nach Paris und habe versucht rauszukriegen, was denn wirklich die Wahrheit über Madonna ist. Madonna im Augenblick, wissen Sie vielleicht, ist in einer Krise. Sie hat eine schwierige Situation vorgefunden. Sie hat ein neues Video. Das alles sehen Sie bei uns zum ersten Mal. Und im Grunde muss ich jetzt sagen, Madonna, die berühmteste Frau der Welt. Madonna, die Frau, die den Stil von Millionen von Jugendlichen gebildet hat. Madonna, die Frau, die kaum Interviews gibt. Und wir haben es exklusiv. Sie wissen, so reden Vertreter und Moderatoren. Im Grunde braucht man die Frau nur durch ein einziges Wort vorzustellen. Hier ist sie, Madonna. Mein Verdienst ist eher, dass ich die Diskussion über Sexualität, sexuelle Freiheit, Frauenrechte und Feminismus vorangetrieben habe, als über Mode. Was ich immer sage ist, niemand muss sich wegen seiner sexuellen Fantasien oder Vorlieben schämen. Das ist das, was ich eigentlich meine, wenn ich über Sexualität rede. Was soll denn eigentlich so falsch daran sein, sich zu schämen? Das ist eine Frage der Semantik. Ihre Definition von Scham ist offenbar anders als meine. Sie verstehen darunter das Gefühl von Peinlichkeit und Schüchternheit. Schüchternheit finde ich romantisch. Aber Scham ist, denke ich, wenn man sich schuldig fühlt. Haben Sie manchmal das Gefühl, Männer einzuschüchtern? Ich glaube, dass ich Leute generell einschüchtere. Männer auf andere Weise, oder? Klar, manchmal fühlen sich Männer einfach unwohl mit einer Frau, die ihren eigenen Willen hat. Haben Sie manchmal den Eindruck, die Männer rächen sich an Ihnen, weil Sie so viel für die Befreiung der Frau getan haben? Ich schätze, das geht in Ihren Köpfen vor. Ja. Entwickeln Sie deshalb Feindseligkeit gegenüber Männern? Nein. Wirklich keine Feindseligkeit Männern gegenüber? Ich glaube, ich habe eher Mitleid. Sie sind eben so erzogen zu denken, eine Frau ist nur attraktiv, wenn sie ihren Mund hält. Nicht alle Männer denken so, aber die meisten. Aber gibt es denn wenigstens Männer, bei denen Sie feuchte Hände kriegen, sobald Sie an sie denken? Absolut. Die Ikonen von der Leinwand? Was? Die Ikonen von der Leinwand? Icons. Ja. Sie meinen Filmstars? Yeah. Oh nein, bei Filmstars bekomme ich keine feuchten Hände. Was machen Sie denn, wenn Sie den Eindruck gewinnen, Sie machen überhaupt keinen Eindruck auf jemanden? Ich mache immer Eindruck auf die Leute. Sie sind ziemlich selbstbewusst. Nein, ich besitze einfach eine starke Persönlichkeit. Halten Sie sich selbst für clever, selbstsicher, gut riechend? Absolut. Und für eine gute Briefeschreiberin? Yes. Sind Sie ganz sicher? Ja. You're suspicious. Sie sind misstrauisch. So haben Sie Ihren Traummann beschrieben. Also wären Sie die ideale Partie für sich selbst? Nein, ich wäre nicht gern mein Freund. Warum nicht? Wir würden nur dauernd streiten. Nein, warum nicht? Warum habe ich das Gefühl, als ob ich gerade mit meinem Psychiater rede? Tut mir leid, bin eben aus Europa. Wen in Ihrer Umgebung lässt Ihr Ruhm kalt? Meine Freunde. Leute, mit denen ich täglich arbeite. Und die mich gleich nach dem Aufstehen sehen. Ist Ihr Vater beeindruckt von Ihrem Ruhm? Absolut nicht. Versuchen Sie immer noch, ihn zu beeindrucken? Nein, das habe ich schon vor einigen Jahren aufgegeben. Vielleicht wäre es für Ihren Vater leichter, sich Ihnen nahe zu fühlen, wenn Sie scheitern würden. Ich glaube, er nimmt diesen Teil meines Lebens nicht wahr. Es fällt ihm leichter, mich wie einen normalen Menschen zu behandeln, so wie meine Geschwister, wenn er meine Berühmtheit ignoriert. So ist es einfacher für ihn. Und das verstehe ich. Es gibt unglaublich viele Menschen, die ihren Erfolg teilen. Wer teilt ihren Misserfolg? Wer meinen Misserfolg teilt,
Egal, ob ich Erfolg oder Misserfolg habe, meine Freunde sind immer für mich da. Wie viele haben Sie? Ich würde sagen, eine Handvoll sehr guter Freunde. Das ist nicht viel. Doch, das ist es. Eine Handvoll richtig guter Freunde? Das ist das Beste, was man vom Leben verlangen kann. Auf Ihrer neuen Platte Bedtime Stories sprechen Sie davon, bestraft worden zu sein. Bestraft von wem? Bestraft wofür? Ich spreche zur Gesellschaft. I would say that I felt that since I was dealing. Als ich mein Sexbuch veröffentlicht habe und über meine sexuellen Fantasien sprach, habe ich mich mit einem Tabuthema beschäftigt. Und ich glaube, es hat eine Menge Leute erschreckt, dass eine öffentliche Person so offen über Sexualität spricht. Ich habe das Gefühl, dass alles, was ich seitdem gemacht habe, vorschnell verurteilt wurde. Jeder dachte einfach, ich sei verdorben. Prejudged or held up and measured by a different set of rules because everyone thought that I'd been bad. Hat Ihnen diese negative Erfahrung nicht zumindest geholfen, sich Ihrer Einsamkeit bewusst zu werden? I think the only thing that Das Einzige, das mir hilft, meine Einsamkeit zu bewältigen, ist meine Selbstachtung und meine Freunde und das Verständnis dafür, wie es zu diesem Prozess gekommen ist und dass ich das nicht alles persönlich nehmen muss. Wissen Sie eigentlich alles über Sex oder gibt es da sogar für Sie noch was zu erforschen? Ob ich alles über Sex weiß? Ich weiß über nichts alles. Oh doch. Über ein paar Dinge weiß ich ein paar Dinge. Okay, als Sie zum ersten Mal erfuhren, was Sexualität war, haben Sie da gedacht, das ist was Liebes, das ist was ganz Reizendes? Was Liebes? Oh nein, überhaupt nicht. Was haben Sie gedacht? Als ich jung war? Es war mir unheimlich. Es hat mich angezogen und mir gleichzeitig Angst gemacht. Ich glaube, so wie Sex für jeden Teenager ist. Als Sie Ihre Unschuld verloren haben, war das da eher ein Akt der Lust oder der Rebellion? Beides. Was fehlt in Ihrem Leben? Ich wünsche mir noch einen Hund. Noch einen Pitbull. Küssen Sie gut? Ich glaube schon. Können Sie mir auf drei verschiedene Arten sagen, ich liebe dich, ohne mich dabei anzuschauen? Oh, natürlich nicht. Sie meinen in verschiedenen Sprachen. In a different way. Take your time. Okay. Te amo. Je t'aime. And Aishitimatsu. Thank you very much. Okay. Tanara. Tanara. Je vous en prie. Do itashimashite. Ja. Danke.